Einen klassischen Wasserhahn einzubauen hat die Herausforderungsstufe 2. Dafür brauchst du etwa 2 Stunden und schaffst es allein. Die einzelnen Schritte. Zuerst montierst du Eckventile. Dann die Armatur zusammensetzen und montieren. Schläuche anbringen, fertig. Das zeigen wir dir einmal am noch demontierten Waschbecken. Danach nochmal von unten an einer Waschtischsäule. An Material benötigst du einen Wasserhahn, Eckventile für den Wasseranschluss, Hanf, um diese einzudichten, und Flexschläuche. Fang mit den Eckventilen an. Die werden mit einer Säge angeraut. Dann einige Fäden Hanf in Gewinderichtung aufdrehen und Dichtpaste auftragen. Jetzt einsetzen und festschrauben. Der Wasserhahn wird am besten montiert, bevor du das Waschbecken an der Wand festmachst. Dazu befestigst du die Flexschläuche und die Gewindestangen. Dann bringst du die halbmondförmigen Unterlagscheiben an. Die aus Kunststoff kommt an die Keramik. Muttern aufschrauben und mit einem Gabelschlüssel oder Rohrsteckschlüssel festschrauben. Zieh die Schrauben nicht zu fest an, sonst könntest du dein Waschbecken beschädigen. Anders geht's, wenn du statt einem Warmwasseranschluss einen Warmwasserboiler hast. Für den benötigst du eine Niederdruckarmatur. Die hat 3 Anschlüsse. Davon gehen 2 an das Untertischgerät und 1 ans Eckventil. Bei der Montage auf einer Waschtischsäule musst du die Montage von unten machen. Die Flexschläuche an die Eckventile schrauben. Jetzt den Hauptwasserhahn und die Eckventile öffnen und die Dichtheit prüfen. Erst danach wird die Waschtischsäule befestigt. Weitere Tipps und Infos findest du hier in der Linksammlung. Noch mehr Projekte gefällig? Jetzt Hornbach abonnieren und nichts mehr verpassen. Na dann, bis zum nächsten Projekt mit der Hornbach Meisterschmiede.